Jo und herzlich willkommen zurück zu Welcome to Deponia. Ja, meine lieben Freunde, weiter geht's mit Deponia, eine weitere spannende Folge. Die letzte Folge war ja nicht so spannend, also wir haben nicht viel erlebt, aber das liegt an dem Rätsel, wo ich nicht hinterhergekommen bin. Aber da packt mir halt ein bisschen mein Ehrgeiz und dann versuche ich das halt ein bisschen, aber ich bin echt nicht drauf gekommen und ich wollte euch nicht so lange langweilen. So, meine lieben Freunde, wir sind aus der Poststation. Ich weiß nicht, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen? Was ist denn hier eigentlich noch? Ne, hier hatten wir ja alles gemacht, ne? Gegensprechanlage? Kann man die... Ne. Fernschreiber? Kann man die eigentlich mitnehmen, die Gegensprechanlage? Nächster bitte! Nächster bitte! Die Stimme ist ja auch ätzend, Alter. Wir hatten doch letztes Mal irgendwie das Mikrofon gebraucht noch, ne? Für das Funken. Ach, hier oben ist es ja. Der pennt ja eh, der Sack. Von daher können wir ihm das eh stibitzen. Ah, siehst du, wir brauchten doch noch das Mikrofon. Nee, ich war mir nämlich nicht mehr so sicher. Ja, das haben wir doch gemacht. Das haben wir doch gemacht, auf alle Fälle, mit der Wünscheroute. Das hatten wir doch gemacht. Hinweis. Zutritt zur Schrotzeinlage haben wir. Tresor öffnen und ausbrechen. Ah, okay. Hinweise haben wir auch. So, dann müssen wir wohl doch noch in eine Poststation. Wir müssen ja... Hä? Was macht er denn da? Er spielt mit seiner Kinderfolie. Dann können wir ja wahrscheinlich hier nämlich überall rein. Ah, genau, er macht nämlich... Können wir die mitnehmen? Eine für sofort und eine für unterwegs. Ach, zwei Katzen sind da drin. Ist da noch irgendwas drin? Nee, du sollst gucken, ob da noch was drin ist. Nee. So, was können wir denn hier machen? Wir können auch erstmal pokieren. Oh je, oh je. Ich glaube, ich fürchte, für die nächsten zwei Screens wird ein großes Game Design technisches Entschuldigung fällig. Ihr seid ja jetzt gerade erst reingestolpert. Und kennt natürlich das ganze Unglück bislang nur aus Gronkhs Let's Play oder eben aus der legal erworbenen Version, die eben nicht als Trilogie-Edition rausgekommen ist. Ihr habt euch ja natürlich ganz brav und gutbürgerlich, wie ihr seid, die Trilogie nochmal gekauft, obwohl ihr die ersten drei Spiele schon im Regal stehen habt als wahre Sammler. Ja, alle, auf die das zutrifft, da kommt das... Entschuldigung, vielleicht ein bisschen spät. Für die anderen kommt es ein bisschen früh. Denn hier sind wirklich die, Was haben denn da gemacht? Unerhörteste, heftigste Denkleistung gefordert, ja, die ich, glaube ich, jemals in einem Spiel verpackt habe. Es ist ein Kombinationsrätsel, das sich über zwei Screens erstreckt, wo man sich quasi auch noch die Aufgabenstellung ganz lose aus einem Dialog herleiten muss, ohne dass man das Objekt, das man braucht, um dieses Problem zu lösen, überhaupt sieht, muss man halt über 10 bis 20, vielleicht sogar 30 Ecken denken. Bei diesen Ecken sind auch ein paar sehr absurde mit dabei. Wenn man im Kopf die Rätselkette vorzeichnen will, was muss ich eigentlich hier tun, um weiterzukommen? Das ist sehr gehässig. Nichtsdestotrotz mag ich diese Rätselkette sehr gerne. Denn es werden niedliche Kätzchen unter Drogen gesetzt und es wird das Erdmagnetfeld manipuliert und es kommt Knickerfolie zum Einsatz und am Schluss steht dann auch noch ein richtig gutes, kleines Out-of-the-Box-Rätsel, das nicht besonders schwierig ist, aber eben schön Out-of-the-Box, weil man tatsächlich das Rätsel ohne die herkömmlichen Adventure-Mechaniken lösen muss. Das ist, sondern ein bisschen darüber hinaus denken. Ich spiele hier auf diese Nummern, auf diesen Postbriefeingängen da links im Bild, in der linken Bildmitte an, für die, die es schon kennen. Wenn ihr von selbst drauf gekommen seid, Respekt. Mhm. Also wir haben hier mehrere Rätsel und das eine Rätsel war wirklich schwer. Also da hat Poki wirklich mal recht. Das war schon extrem schwer. Wir müssen jetzt aber irgendwie jetzt noch
Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Oh, hier ist der Code. Ah, da sind Löcher. Ich dachte, das wäre jetzt ein Hinweis gewesen auf die Katzen, aber das ist ja ganz was anderes. Ach so. Das muss... Ach so. Die erste Zahl ist die 3, die dritte Zahl die 6, also 3, 6. 3, 6, 4 und die 9. Warte mal, muss ich mir mal kurz aufschreiben? 3, 6... ups, bin ich verrutscht, ne? 3, 4 und die 9. So. Aha, das hat er nämlich gemeint. Krass. Na gut, ich bin auch gleich drauf gekommen. Danke. So, 3. Genau, die 6. Die 4. Und die 9. Haha, siehst du? Rufus in the house. Und gleich ist er. Das war ja nicht so schwer. Da fand ich das da oben mit dem Erdmarkt. Schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, aua. Yeah. Oh Mann. Auf alle Fälle habe ich da oben das Rätsel fand ich ein bisschen schwerer als das hier. Wir nehmen uns erstmal den Wippvogel mit. Alles, was wir hier brauchen. Und dann können wir. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Was? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Okay, Mikrofon haben wir ja auf alle Fälle. Das können wir ja schon mal anstöpseln. Es fehlen uns natürlich bloß noch die Kopfhörer. Fehlt nur noch der Hörer. Ja. So, die kriegen wir natürlich nur von den Funker, denke ich mal, weil er hat die einzigen Kopfhörer. Ist ja auch das einzige Gerät, was einen Funkspruch absenden könne. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie kriegen wir den dazu, dass wir diese scheiß Kopfhörer benutzen dürfen. Ja? Wie kriegen wir ihn dazu? Können wir ihm irgendwie... Hey, vielleicht können wir ihn ja fertig machen. Ja, was gibt's? Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, wie können wir die Kopfhörer, genau, wir wollen, vielleicht kriegt er... Kann ich den wenigstens die Kopfhörer ausbauen? Aber ich denke nicht. Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Ja, das ist klar. Aber er hat ja nicht so viel zu tun. Was will er denn mit den Kopfhörern? Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Er hat ja nicht so viel zu tun. Wie können wir den denn irgendwie, dass er mehr Arbeit hat? Wir müssen jetzt mal kurz überlegen. Warte mal. Wir haben, der Postangestellte hat gesagt, wir haben zwei Geräte, die registriert sind, die nach außen funken können. Die anderen sind beim Bürgermeister, hat er gesagt. Vorne bei der alten. Und die Notrufsäule. Jetzt müssen wir natürlich die irgendwie unter Dauerbetrieb halten, oder? Also würde mir jetzt so einfallen, dass wir die unter Dauerbetrieb halten, dass der die ganze Zeit was zu tun hat, dass der die ganzen Funksprüche und so alles weiterleiten muss, ne? Das ist ja alles intern. Fernschreiber, genau. Diese Technik ist voll für die Katz. Ah, das ist doch schon der erste Hinweis. Katzen. Ist doch voll für die Katz. Wir haben ja Katzen. Katze genau. Auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist soll man nicht wird so böse sein. Ja, soll man nicht so böse. So, dann haben wir den Gegensprechanlage. Genau, da können wir auch irgendwas machen. Das ist ein Knopf. Wir versuchen erstmal noch eine Katze rauszusetzen. Na, willst du auch? Nächster bitte! Süß, aber nur eine Taste für vier Pfoten scheint mir doch enorm uneffektiv zu sein. Ja, das stimmt, da hast du recht. Dann nehmen wir den Wippvogel. Der kann... Nächster ah, genau. Bitte. Ja, top, das läuft. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Wie geil.
So, wir können jetzt mal gucken, ob der schon überfordert ist. Ja. Zwei Dinger leuchten schon. Und? Hey, hallo. Hm, ach du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Ah, ja, zu tun. Geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht. Ja, ja. Genauso. So, wir haben noch 1, 2, 3 Dinge haben wir noch offen. Also müssen wir noch 3 Teile finden. Nächster bitte! Ja, nächster bitte. Ja. So, die Notrufsäule, die hatten wir hier nämlich. Das ist, doch. Wo waren die Notrufsäule jetzt? Da war doch die, ne? Hä? Ne, wo war denn die Notfallsäule? Ach, hier ist die ja. Genau, hier. Ja, nun beweg dich mal, Digga. Mensch. So. Beweg mal den Arsch. Kann er nicht schneller rennen? So, da müssen wir jetzt aber auch noch irgendwie... Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben... das hat mir... Da müssen wir jetzt auch noch irgendwas finden. Vielleicht geht da die Katze. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, ja, okay. Also die Katze schon mal nicht. Was können wir denn machen? Wir haben auf alle Fälle 2 Dinger. Wir müssen jetzt noch die anderen Sachen finden. Aber bei der Notfallsignal... Warte mal, wie können wir das denn... Wir haben den Notfallsignal, den müssten wir aber auch irgendwie... Oh Mann, okay, was machen wir dann? Fernschreiber haben wir, Gegensprechanlage haben wir. Da geht auf alle Fälle nicht. Die Katze, das haben wir eben probiert. Sonst haben wir doch eigentlich nichts mehr. Sprengsignal können wir noch anrufen, vielleicht. Aber das... nee. Das ist ja dann nur für den Typen. Draußen ist ja auch nichts mehr, ne? Da ist nur der Stier, das Auto. Notfallsignal geht nicht. Wir haben auch nichts... Wir haben auch nichts drin, was war. Würde alles nichts bringen. Außer die Katze haben wir aber. Wir gehen nochmal darin. Wir gehen nochmal zu dem Funker. Vielleicht können wir den doch noch ein bisschen nerven. Hey, hallo. Mach du schon wie. Fass dich kurz. Ja, fass dich kurz. Ich will die Kopfhörer. Darf ich jetzt vielleicht den. Was? Nein? Die brauche ich für meine. Also, nerv nicht. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist nur beleidigt. Wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Was macht die Arbeit? Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf der Hoffnung zu stellen, dreh ich durch. Das ist mal sicher. Nächster bitte! Wir brauchen aber noch ihn. Ich geh dann mal. Mach du, sollte... Wir brauchen noch irgendwas. Wir brauchen noch irgendwie was. Oh Mann, Automat, das ist ja der Automat, Hebel. Haben wir hier irgendwas? Nee. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte. Da können wir auch nichts machen. Bitte. Wir brauchen irgendwie noch. Nächster bitte. Ja, die sagt beim nächsten bitte. Erst. Beim nächsten. Nächster beim nächsten bitte. Teil erst. Nächster bitte. Nächster bitte. Nächster bitte.
Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Können wir denen irgendwie Kaffee geben? Nee, Kaffee wäre nicht gut. Oh, trinkt ihren Kaffee. Ja, Kaffee wäre aber nicht so gut. Vielleicht können wir ihm eine... Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... Und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter. Können wir mal die... Hey, aufhör! Können wir mal die Katze machen? Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann... Und den... Der Punkt ist, er ist... Ja, Leute, ich hab keinen Plan. Also, wir müssen... Er braucht noch eine Leitung, die blockiert werden muss. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Mal sehen, ob wir das hinkriegen irgendwie. Ich denke mal schon. Ich hoffe doch. Auf alle Fälle, ihr habt nur eins zu tun. Hinterlasst ein Like und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin erstmal raus und ciao. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit brach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg.